Leute, was geht ab? Und Frank wieder back mit einem ganz freshen Video, Leute. Nabi Fik hier ist wieder back in the building. Letztes FIFA zusammen mit Benzema, mit einer der heftigsten SBCs, die kam. Heute als Rule Breaker und es gibt ein stabiles SBB und der Gast heute ist Enza. Ja, Leute, was geht ab? Bei dieser geilen Karte können wir auf jeden Fall nicht stillstehen. Haben wir ein SBB für euch. Ich möchte auf jeden Fall auch wieder am Start zu sein. An die Freddo Army, was geht euch auch alles gut bei euch? Ja, ohne viel zu reden, Bro. Starten. Safe, safe, safe. Checkt auf jeden Fall gerne den Link in der Videobeschreibung ab. Wir haben auf Enzas Kanal auch ein stabiles SEB aufgenommen. Leute, direkt Liebe da lassen. Und dann würde ich sagen, willst du zuerst reinhalten? Soll ich zuerst reinhalten? Hey, Freddo, chill, chill, chill. Wir machen kurz eine Like-Anzahl, die sie bei deinem Video machen sollen. Bro. Ah, guck mal, du hast doch hier den Fahrplan. Dann hau doch direkt raus auf den. 631 Likes. Was ist das für eine Zahl? Egal, Bruder, das ist gut. Das bringt mir Likes. Vertraut hier. 631 Likes, Jungs. Geld, Freddo, bisschen. Okay. Okay. Okay, Leute, ihr habt gehört, 631 ist die Zahl. Und dann halte ich erstmal direkt zuerst in die Kamera. Wir spielen ja eh beide die gleiche Formation, ne? Ja, genau. Wir spielen beide die gleiche Formation. Ich sag gleich, mein Kopf ist kurz weg. Oh, jetzt weißt du wieder, wie ich gespielt habe. Okay, ich fange an. Ist selbst nicht. Okay, so. Ich gehe rein mit dem rechten ZM. Bro, wenn du den. Also, nee. Thiago von Liverpool. Und linker ZM. Er ist eine sehr geile Karte. Ist Kessier. Oh, okay. Du hast auf jeden Fall da versucht, die Ligen hier zu sammeln. Was du auch erfolgreich geschafft ja. hast. Cool auf diese Frankreich gegangen. Camavinga, Tchouaméni hier aufgeschrieben. Oh, stark. Also, du bist auch schon richtig. Die Liga war trotzdem richtig bei PSG. Ja, das stimmt. Naja, tust du nichts, machst du nichts. Darfst beide behalten. Sehr, sehr stark. Und Ferdo, weil ich beide behalten darf, kannst du schon mal deine Torhüter reinstellen. vom Ding her vielleicht nicht mal so weit hergeholt. Weil mein rechter ZM ist ein Kollege, den ich aufgeschrieben habe. Und das ist Tchouaméni. Und auf der linken 6 spielen wir auch eine Karte aus der spanischen Liga. Und das macht Saúl. Saúl Ñíguez, wo bist du? Danke, Frederick, Bro. Ist doch zu leicht. Aber auch zu schwer, weil ich so dumm bin, Mann. Ich hab Pogba und De Jong aufgeschrieben. Oh, Papa! Genau das ist doch genauso wild, dass du sehen! Oh. Ey, Uncle Frederick nimmt mich hier wieder auf. So, Jungs, hey, schau, ihr seht mich gerade. Und seht auch diese Spieler. Ich hab einen für du. Bist du sicher? Ja, komm, einen muss ich haben. Wirklich, einen muss ich haben. Okay, komm. Um dir die Laune zu vermiesen, werden wir dir direkt zeigen, dass du keinen hast. Rechter Flügel, Bundesliga, Leute. Wir müssen auf jeden Fall hier die Ligen sammeln, nicht? Wir brauchen ja die 3 Stück. Deswegen Serge Gnabry am Start. Im Sturm spielen wir Mario Gomez. Und auf dem linken Flügel spielen wir eine sehr, sehr stabile Karte. Oder was heißt sehr stabile Karte? Hat auf jeden Fall ein sehr stabiles, fettes, dickes Upgrade bekommen. Rafael Leao. Somit haben wir unsere 3 Ligen komplett. Oh, Uncle Frederick. Bruder, ich schwör's, ich war schon am Ausrasten. Rechts, Bundesliga. Aber ich habe Diaby aufgeschrieben. Okay. Stürmer okay. habe ich Modest und links habe ich Werner. Also ich bin komplett auf Bundesliga gegangen. Wow. Okay. Das ist hart. Das ist echt hart, Bro. Ich dachte, ich habe ihn. Das ist echt hart, weil es ist auch so schwierig, Leute zu erraten. Und dann, wenn du so nah bist, ja, kann man nichts machen. Das stimmt. Er hat den Braten gerochen und so, hatte viel Hoffnung, meinst du, so, um die Laune schlecht zu machen, Bundesliga und so, mit Lächeln und so. Hat aber am Ende trotzdem nichts gebracht, Bruder. Oh, schade sowas. Aber ey, vielleicht habe ich mehr Glück als du. Mein Brett ist auf jeden Fall hoch. Okay, ich fange an mit meinem rechten Flügel. Das ist auf jeden Fall ein guter Spieler, der jetzt auch ein Neuzugang bei Barcelona ist. Rafinha. Im Sturm haben wir auch einen Neuzugang. Der hat jetzt auch nicht so gute Leistungen gezeigt. Nunes, kein Name. Heißt Nans, keine Ahnung. Und linker Flügel habe ich Pedir. Okay. Der Mann ist kreativ unterwegs. Adama Traoré, Danjuma, Ferran Torres. Sehr wichtig. Darfst du auch allen in Offensiv rein benutzen. Boah, Leute, krass. Wir kommen zu den Außenverteidigern, auch sehr, sehr wichtige Position, also da muss man ausschauen. So Leute, es geht zu den Außenverteidigerpositionen. Okay. Sehr wichtig. Mein Brett ist auf jeden Fall hoch. Doch, sei mal ehrlich, vom Gefühl, denkst du, du hast einen?
Boah, ich bin auf eine Liga gegangen und falls welche sind, dann sollten das die sein. Okay, rechter Verteidiger habe ich Klaus und linker Verteidiger habe ich Mondi. Okay. Also ich habe mich für die Ligue 1 entschieden. Für beide Außenverteidiger. Und ja, wer spielt bei dir in der Ligue Oh, Junge, mach nicht diese, Bruder. Ich höre mal. Wie 1? kommt doch nicht auf? Wieso? Achso, Terrier. Ja, normal. Also, ja. Ey. Jetzt kannst du mit deinem Leon Gnabry einfach durchsplitten, Mann. Bro, Bro. Also, Mondi darfst du behalten. Ich habe nur Mendes aufgeschrieben für die Linksverteidigerposition. Aber Klaus für die Rechtsverteidigerposition wurde auf jeden Fall Mann. aufgeschrieben. Und deswegen spielt er auch ein Bronze-Keeper. Guck mal, ich spiele jetzt einfach lieber Uschiamin. Einfach so, mir egal. Uschiamin. Ich will alles versuchen. Stark, 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 stark. So, und weil du jetzt einen getroffen hast, ist ja natürlich so, dass ich auch einen treffen muss. Weißt du, was ich meine? Ja, Ja. so wäre es, wenn es gerecht wäre. Aber Leben ist nicht immer gerecht. Leben ist undankbar. Du Ja, weißt leider wirklich. eben. Komm, wir starten mit dem Linksverteidiger. Das ist Aleix Moreno. Und rechts, da sind echt zwei Kandidaten. Ich bin mir nicht sicher, welche von denen spielen soll. Wenn du schlau bist, hast du auf jeden Fall jemanden von AC Mailand aufgeschrieben. Wenn nicht, dann hast du das Spiel nicht so ganz verstanden. Gehe ich mal stark davon aus. Aber komm, wir nehmen Calabria mit. Das ist ein bisschen. Hey, Mann! Mann, ich hab. Bro, kann doch nicht sein, Mann! Du hast Dest aufgeschrieben, Ja, ich hab Dest aufgeschrieben, Bruder. Bruder, ich wollte auch mit Dest spielen, aber er hat so, nein, Bruder, Bruder, nee. Mila hat drei Rechtsverteidiger. Ich dachte mir so, auf der ersten Seite, weißt du, siehst du direkt diesen Calabria Ja, und ich normal. denke mir so, okay, Calabria von Lenz, dann geh ich nochmal runter und sehe Dest, ist so, boah, safe, der hat Dest. Excellent. Ja, kannst du auch immer behalten, Junge. Scheiße. Super Sache, super Sache. Junge, ich war so schon drin. Ey, du hast einen auf mir Arzt. Ich so, ja. Ja. Egal, Jungs, wir machen dann weiter mit den Verteidigern und Torhüter. Einen muss ich treffen. So, Jungs. Guck mal, Jungs. Einer muss doch drin sein. Hör du. Einen habe ich. Jetzt aber, ich habe das bei jedem Spieler gesagt, aber jetzt muss ich einen haben. Sonst geht's nicht. Das Ding ist, was ist das nicht mal so weit hergeholt? Weil hier ist ein Spieler drin und der ist echt so ein Wackelkandidat. Der spielt auch bei AC Mailand. Wenn du einen aufgeschrieben hast bei AC Mailand, bist du auf jeden Fall gut dabei gewesen. Kalulu. Ja, okay, ist verdächtig, denn also hast du ihn aufgeschrieben. Anderer Verteidiger ist Endeka und im Tor spielen wir Kevin Trapp. Wie kann das sein? Bro, ich schreib hier auf. Ey! Und Kalulu. Das ist geil, Digga. Das ist geil, Digga. Ey, wir haben nichts zu schreien, Digga. Sache ist, guck mal, ich hab Kalulu nicht mal ins Team reingepackt. Bei mir war so dieses, ich hab ihn einfach nicht mal reingepackt, ich hab irgendjemanden reingepackt. Jetzt hast du ihn doch. Scheiße, ich hab Pierre, Kalulu und Remiro. Also Spanisch und Deutsch. Ja, Bro, Okay. also einen Link hast du auf jeden Fall gebraucht noch für Leao und Calabria. Deswegen kannst du auf jeden Fall einen Bronze-Keeper reintun. Ja, steht schon, ist schon War ich bereit. schon bereit? Komm, ich halte. Ja, natürlich, natürlich. Ich halte die Kamera, ich bin gespannt. Da muss auch noch ein zweiter bei dir rein. Das kann nicht sein, immer Verteidigung. Was ist das denn, Okay. Digga? Guck mal, ich glaube auch, dass jetzt ein. Als Karma, dass ich eine Karma-Stelle kriegst, du auch einen triffst. Ich habe Koundé, Van Dijk und im Tor habe ich Alisson. Nicht so froh, wenn ich Boah. überlege. Uni, Eder Militao, Ter Stegen, Rüdiger. Oh mein Gott! Mm. Oh mein Gott, hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich schwöre gut, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Du hast ehrlich geschafft. Ah, ey, da rauszukommen war nicht leicht, Jungs. Ich Naja, was soll man sagen, ne? Wir haben beide einen Stinkstiefel, die Teams stehen soweit, Leute. Wir sehen uns, wenn der Ball rollt. So, Leute, let's go! Mario Gomez direkt. Was macht er da? Hier stark. Nunes! Putsch! Super Ball, lauf jetzt. Oh, super Ball! Weg hier!
In die... Oh, Bro, ist schön. Wichtig, 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 wichtig. Oh, genau, das ist er, er. Oh mein Gott. Oh, ich kann dein Erf noch mal e-Sportler, ich sag dir ehrlich. Aber was soll ich? Golasso! Saudi Guess. Okay, bist du dumm oder was? Auf einmal macht Shotcancel und so. Er macht richtig ernst, Alter. Komm, nimm mich auseinander, Bro. Nunes! Oh. Kann nicht sein. Richtig, kann nicht sehr sein. Richtig. Ja. Jetzt, ja. Was ist in der Mitte los? Dinkio! Nein! Kevin Trapp, Budi. Hey, Junge. Das ist my guy. Fehlt hier körperlich sehr. Oh, das ist das, was ich sehen will. Hey. Das ist nochmal das, was ich sehen will. Jungs, ich schwör's, der Fredo ist auch ein E-Sportler geworden. Ich sag euch ehrlich. Junge, nein. Oh, Geheimzeit, sehr gut. Oh. Scheiße, Digga, so ein Penner, Alter. Ey, scheiße, Jungs. Oh, sehr gut. Fuck it, Digga, ich kann das nicht mehr, Jungs. Das ist zu viel für mich, Mann. Oh. Oh. Hey! Ey, Dicker sogar, was? Junge, wie soll ich denn schon? Ich hab keine Ahnung. Was? Ich dachte, das wäre Rafael Leão, sag ehrlich. Oh, Ich bin ja einer auf Hochgrad auf den. Diese Bruder, was ist das? Oh, das war super gesehen. Ja, Junge, muss doch sein, Kissi, muss doch ehrlich sein. Komm's. Nunes. Ist hier. Nein! Natürlich, ja. Ja! Oh, ein dicker Bruni. Schmisser. Nein! Ja! Let's go! 2-2! Oh mein Gott! Ehrlich, gerade keine Zuordnung. Ey, richtig. Das ist Quatsch. What? Das war sogar außerhalb der Straße. Egal. Oh shit, 3-2, Junge. Zack. Jawohl. Big hier auf 4-2, let's go. Ich hab da nicht ganz gesehen, wie der aussieht. Ja, siehst du doch, guck mal nach, wenn sie mir drauf geschaut. Jo, wie sieht der aus? Oh, die Flanke ist gut! Mann. Und Fick hier ist auch da, Digga. Oh, Fick hier, ehrlich, mach ab für mich. Nein. Oh! Oh nein! Oh, 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 nein. Oh, oh nein! Ja! Was? Was ein Spiel. Alter, boah. Was ein Spiel. Ach, du musst auch immer die 631 gleich mal machen. Safe. Okidoki, Leute, die Mannschaft steht. Ja, oh. Was soll man sagen? Fick hier ehrlich stramm. Also definitiv. Ey, war echt stramm, Alter. Also, kann man den als Stürmer spielen? Guck mal. Das ist Kelleck, der kann nur ZOM. Der kann auch ZOM. Krass, aber der hätte noch wenigstens auch Tette machen können bei der Karte. Ja. Oder Mittelstürmer. Ja, genau. Schöne, klasse Karte, klasse Spiel. Ja. Aber. So. Hat er sein Dribbling runtergeschlagen. Ja, auf jeden. Fredo. Ja. Bist du bereit? Alles, Bruder. Bist du bereit? Ja. Guck mal, ja. Ich sag dir jetzt schon, ich denke, dass du dann auf jeden Fall, also ein klasse Spiel im Sturm gestrackt. Ein klasse Dribbling, glaube ich. Warte, wer ist nach Beki der Beste? Leo. Gomez ist gut. Leo ist da am Start. Okay. Gnabry ist am Start. Kevin Trapp auch am Start. Sind schon ein paar gute dabei. Okay. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich nehme einen Stürmer. Oh, ich bin so zwischen Außenverteidiger und Flügel. Ich nehme einen Stürmer und einen rechten Flügel. Heute, ich habe ehrlich Schutzengel. Weil ich habe genau den gleichen wieder gemacht, Digga. Ich habe Rechtsverteidiger und Keeper. Alter, schon. Flick hier und Gomez hingestellt. Und links, ich sag ehrlich, Linksverteidiger wäre Tchouaméni gewesen. Und da hat nicht mal schlecht gespielt. So. Ich habe den sogar für L5 damals gekauft. Der ist jetzt wahrscheinlich noch 1K wert oder so. Aber trotzdem, du hast Calabria und Rafael Leão. Ja,
Ich glaube, ich discard die einfach so. Ist jetzt Junge, Mann. Nichts Besonderes. Das ist einfach so das gleiche geblieben. Oh, das war nicht so cool. Ich habe auch mal überlegt, aber ich dachte so, als ob das wieder gleich bleibt. Aber Bro, ja, das ist immer so eine Sache auf jeden Fall. Ja, 50. Die Mind Games klappen auf jeden Fall. Ja, Mann. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall für euren Support. Checkt auf jeden Fall das Video bei Enza ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Und dann würde ich auch Enza direkt die letzten Worte überlassen. Jungs, mir hat ja auch noch wirklich sehr Spaß gemacht. Trevor ist mein Bro. Ich hoffe, ihr unterstützt dein Video. Ich bin auf jeden Fall auch raus. Macht's gut, bleibt gesund. Ich bin raus, haut rein. Ciao, ciao.